Herzlich willkommen bei Veneo. Mein Name ist Patrick Ofenhausen und ich zeige Ihnen heute die Verlegung des Veneo 1200 Multilayers. Wir haben jetzt hier unsere Veneo 1200 Multilayer. Den haben wir bei uns im Programm im XXL-Format. Das heißt, die Diele ist über 1,80 Meter lang, sie ist 25 cm breit und wie alle unsere Multilayer wie folgt aufgebaut. Auf der Rückseite haben wir unser bewährtes SoundProtect Akustiksystem. In der Mitte haben wir unsere HDF AquaProtect Trägerplatte. Das heißt, wir erreichen hiermit auch eine Feuchtraumeignung. Und auf der Oberfläche haben wir unseren Polyurethan Bioboden. Woraus besteht der und warum Bioboden? Wir stellen diesen Bioboden her hauptsächlich aus nachwachsenden Rohstoffen. Das heißt, wir verwenden hier Raps- oder Rizinusöl. Wir nennen diesen Werkstoff auch gerne Ikuran bei uns. Und was sind das für Vorteile? Er ist sehr kratzbeständig, er ist druckbeständig. Und im System mit der AquaProtect-Trägerplatte als Multilayer haben wir eben hier eine sehr, sehr gute Kombination für Sie zu Hause. Und wie das Ganze verlegt wird, das zeige ich Ihnen jetzt einmal. Für die Verlegung an sich brauchen wir nicht viele Werkzeuge. Wir brauchen unsere Montagehilfe, einen Winkel, einen Zollstock und einen Bleistift zum Anzeichnen. Zum Schneiden der Elemente nehmen wir heute eine Stichsäge. Alternativ kann ich natürlich auch eine Stanze nehmen, wo ich die Elemente mit trennen kann. Zusätzlich brauchen wir vor allem bei mineralischen Untergründen, wie wir es hier haben, Estriche zum Beispiel, eine PE-Dampfbremse. Und damit starten wir jetzt einmal. Das A und O jeder Bodenverlegung ist immer der Untergrund. Grundsätzlich gilt dieses Test, das heißt, er muss tragfähig, eben, sauber und trocken sein. Und gerade dieses System des Multilayer eignet sich dafür, sollte der Untergrund ein bisschen uneben sein. Wir haben jetzt hier so ein paar Pickel drin. Dieses System überbrückt das eben, weil wir hier einen relativ rigiden Boden haben. Und jetzt beginnen wir einmal mit dem Auslegen der PE-Dampfbremse. Wichtig bei der Verlegung unseres Multilayers ist, dass Sie hier die Dampfbremse im 90-Grad-Winkel zur Verlegerichtung verlegen und auch wannenförmig. Das heißt, wir haben das jetzt hier schon einmal gemacht, 5 cm an der Wand hoch zu allen aufgehenden Bauteilen und die nächste Bahn muss auch überlappt werden. Wir sagen hier mindestens 15 bis 20 cm. Legen wir die Unterlagsmatte aus. Auch wieder wannenförmig an der Wand hoch. Wir haben jetzt einmal den ganzen Raum mit der PE-Dampfbremse ausgelegt und starten jetzt mit der Verlegung unserer Veneo 1200 in der linken Raumecke. Hier zeigen dann die langen Nasen zu uns. Wir legen das an die Wand an, natürlich unter Beachtung des Randabstands von mindestens 10 mm. Man kann das machen mit Abstandskeilen oder möglichen. Ich habe jetzt hier einfach ein paar Reststücke, die ich dahinter lege. Und dann nehmen wir das Element. Passig einbringen. So. Wir legen jetzt nicht zuerst die ganze Reihe aus, sondern nehmen uns ein gekürztes Panel und legen dies bereits in die zweite Reihe ein. Auch hier natürlich unter Beachtung des Randabstandes im 30-Grad-Winkel einriegeln und bei unserem Multilayer nehmen wir dann unsere Montagehilfe und wir schlagen damit nicht, sondern wir klopfen einfach nur vorsichtig ein und schon ist das Element verriegelt. Nun gehen wir weiter in die zweite Reihe mit einem ganzen Element. Wir gehen jetzt wieder in die zweite Reihe mit einem ganzen Element, auch wieder im 30-Grad-Winkel, schieben es an die Kopfseitenverriegelung ran. Einfach nur ranschieben, nicht mit viel Druck. Nehmen auch hier wieder unsere Montagehilfe, klopfen es ran und an der Stirnseite haben wir unsere sogenannte Fold-Down-Verriegelung. Das heißt, wir drücken uns einfach nach unten weg und schon ist es verriegelt. Und hier besonders gut zu sehen, unsere umlaufende V4-Fuge. Nun können wir weiter in der ersten Reihe verlegen. Vorteil dieser Verlegeart ist eben, dass wir hier einen exakten 90-Grad-Winkel haben und nicht irgendwie so aus der Richtung kommen, dass wir irgendwelche Überstände oder sowas reinbekommen. Bei unserem Verriegelungssystem ist es möglich, dass ich eben auch von hinten verriegel. Das heißt, wir können hier drunter schaufeln. Lege es nach hinten an. Dazu kann ich das natürlich auch ein bisschen von der Wand wegziehen. Das macht das alles ein bisschen einfacher. Schiebe es auch rüber und lege es mit leichtem Druck ab.
und kann auch hier wieder stirnseitig einfach die Full-Down-Regelung verriegeln. Dann natürlich wieder unter Beachtung des Randabstands an die Wand hinanführen. Und so kann ich die ersten zwei Reihen komplett der Wand entlang verlegen. Nun sind wir schon am Ende des Raumes angekommen. Wir nehmen jetzt unser Element und müssen das dementsprechend auch der Länge anpassen. Natürlich unter Beachtung des Randabstandes könnte ich das jetzt hier teilen. Wir nehmen das jetzt einmal um 180 Grad. So, Randabstand beachten. Und dann kann ich mir natürlich hier die Markierung machen. Nehme einen Winkel. So. Und nun kann ich das Element mit einer Stanze oder mit einer Stichsäge entsprechend kürzen. Nun haben wir das Element mit der Stichsäge gekürzt. Wir drehen es wieder um 180 Grad und können es dann hier wieder längsseitig im 30 Grad Winkel einriegeln mit leichtem Druck. Nehmen auch hier wieder unsere Montagehilfe. Und kopfseitig, wie gesagt, unsere Fold Down, einfach mit dem Daumen runterdrücken. Das letzte Element der ersten Reihe trifft jetzt hier in der Ecke auf einen Pfeiler. Auch den müssen wir anpassen. Wir haben jetzt hier natürlich schon mal die Länge des Elements angepasst. Und jetzt können wir ganz einfach das bündig anlegen. Machen hier unsere Markierung, natürlich unter Beachtung des notwendigen Randabstandes. Legen es auch entsprechend hier an. Und dann können wir mit dem Winkel unser Eck ziehen. Und dieses werden wir jetzt auch mit der Stichsäge rausschneiden. Wir haben jetzt hier den Pfeiler auf dieses Element übertragen und das verlegen wir jetzt auch. Es hilft hier auch wieder, bei den ersten zwei Reihen kann man das noch gut machen, die ersten zwei Reihen zurückzuziehen. Auch hier wieder drunter schaufeln, leichten Druck drauf geben und hier kopfseitig auch wieder die Full-Down-Verriegelung verriegeln. Und dann natürlich wieder an die Wand anschieben und sehen, es passt ideal. Und nun können wir die Folgereihen genauso weiter verlegen. Wir verlegen jetzt hier weiter im wilden Verband. Das heißt, was hinten abfällt, damit fangen wir in der nächsten Reihe wieder an. Achten Sie bitte darauf, dass das Anfangsstück mindestens 25 cm lang ist. Und generell bei der ganzen Fläche müssen Sie auch auf den Versatz achten, dass Sie hier zwischen diesen Elementen auch immer mindestens 25 cm haben. Auch hier gehen wir wieder ran unter Beachtung des Randabstandes. Im 30 Grad für die Längsfuge nehmen unsere Montagehilfe, klopfen es vorsichtig in die Verriegelung und so können wir jetzt Element für Element fortfahren. So schnell und einfach ist die Verlegung des Vineo 1200 Multilayers. Nun noch alle Abstandskeile ringsherum entfernen, die Folie bündig mit dem Oberbelag abschneiden und dann können Sie auch die Sockelleisten montieren und können auch schon Ihre Möbel draufstellen. Sollte Ihnen das Video gefallen haben, geben Sie uns einen Daumen hoch. Sollten Sie noch Fragen haben, besuchen Sie unsere Webseite www.vineo.de. Ich sage bis zum nächsten Mal. Bis bald.